Hey Leute und willkommen zu einer Texture-Pack-Vorstellung von dem Echelon Texture-Pack von Let's Rock Minecraft. Viel Spaß! So, und damit befinden wir uns nun auch hier in der extra generierten Texture-Pack-Welt, nur für diese Texture-Pack-Vorstellung. Viele Leute haben ja gesagt, dass diese Map ja von iPodMail sei. Ja, ist sie auch. Die stand auch in der Beschreibung. Die könnt ihr euch auch downloaden. Das haben ja... Ups, was ist denn das hier? Geh mal runter! Ey! Blödmann. Ups, jetzt habe ich's. Naja. Viele haben gefragt, was das für eine Welt ist. Die ist von iPodMail und die ist in der Beschreibung, also die könnt ihr euch da downloaden. Ich habe die nur ein bisschen konfiguriert mit ziemlich viele Blöcke hier hingestellt, um das zu zeigen. Aber das erstmal nur so am Rande. Also, heute werde ich euch das Texture Pack von Let's Rock Minecraft vorstellen. Und zwar heißt es Echelon Texture Pack und dabei trage ich den Skin von Zerakool. Den habt ihr schon in der Begrüßung gesehen. Ich finde ihn ganz interessant. Das ist so ein Zombie-Skin mit einem Anzug oder irgendwie sowas. Also finde ich ganz interessant, den Skin. Und ich würde sagen, wir fangen direkt hier bei den normalen Blöcken an, wie zum Beispiel dem Wasser. Unter Wasser und auch über Wasser ist es alles ein wenig grünlich und hellblau gehalten. Das ganze Texture Pack allgemein sind die Standardtexturen, nur ein paar wurden verändert. Ihr seht da oben zum Beispiel die Wolle, die ist eigentlich genau gleich geblieben. Allerdings finde ich zum Beispiel, das Holz ist viel besser, das ist einfach smoothig geworden, finde ich. Ich mag ja solche smoothigen Sachen, wie ihr wisst. Smoothies. Und ja, keine Ahnung, finde ich halt eigentlich ganz chillig. Die Holzbalken, finde ich, sehen alle ziemlich genial aus, bis auf das hier. Das weiß ich gerade gar nicht, was das allgemein so für ein Holz ist. Aber ich finde, lilanes Holz muss nicht sein, das ganze Texture Pack. Ich weiß, es ist mittelalterlich gehalten, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Sonst finde ich das eigentlich ziemlich Hammer. Die Crafting Tables und allgemein diese Nutz-Items finde ich eigentlich am allercoolsten, weil das ganze Inventar hier und das auch so, wenn ich mir das mal hier so angucke oder hier im Menü die ganzen Sachen, finde ich, sehen ziemlich geil aus. Ziemlich geil eingedingst, gestellt, keine Ahnung. Ein paar Texturen sind auch einfach gleich geblieben, wie zum Beispiel das Gras, aber das Glas wurde zum Beispiel auch verändert. Connected Textures wird zurzeit noch nicht unterstützt, meinte Basti, glaube ich, letztens hier, bla 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 bla. Also auch ein paar Späße wurden sich da, haben sie sich erlaubt. Und das hier finde ich einfach genial. Die können super gut pixeln und das hier alles aus Holz und dann, als wenn hier sowas rausgerissen wäre, dann ist hier hinter das Stein, so eine Steinwand, sage ich mal, wo dann die Items rauskommen. Finde ich sehr geil gemacht. Hier die ganzen verschiedenen Erze sehen auch genial aus. Es ist nicht so wie bei den normalen Texturen, dass da wirklich einfach nur sowas drin ist, sondern dass da auch wirklich hier so nicht nur diese Diamantblöckchen da drin sind, sondern dass die auch hier so abstreifen, sag ich mal. Das finde ich ganz interessant. Finde ich ganz cool. Allgemein wurde halt alles, die normalen Texturen sind das quasi einfach nur verändert, aber ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, weil es auch alles in so einem bisschen mittelalterlichen Stil gehalten wird. Ich kann euch das mal hier zeigen. Solche Blöcke sind eigentlich so die perfekten Beispiele dafür, dass das Ganze einfach ein bisschen älter gehalten ist. Finde ich auf jeden Fall ganz gut gemacht. Bekommt von mir jetzt, warte, ich könnte nochmal kurz hier nach unten gehen und euch da ein bisschen was zeigen. Hier, wir haben ja hier den Villager. Der sieht fast genau gleich aus. Ich glaube, der Kopf wurde ein bisschen intensiver vom Kontrast her gestaltet. Aber sonst halt alles ziemlich smoothig. Ich könnte nochmal ein paar Tiere spawnen lassen, fällt mir gerade so auf. Was haben wir denn hier? Wir haben Pigs. Ach, da habe ich schon Ei. Wolfe können wir auch mal. Mach ich mal eben oben. Vorbereitung, like a boss. So, also Hund sieht genau gleich aus. Schwein sieht ganz witzig aus. Sieht anders aus. Ich glaube, eine Kuh sieht auch noch anders aus. Moment, finde ich mal eine Kuh. Da ist eine Kuh. Kuh sieht auch anders aus. Ich bin gerade in der Snapshot-Version, deswegen hört ihr vielleicht ein paar komische Sounds, die euch noch nicht so bekannt sind. Naja, ich würde diesem Texture Pack, denke ich, 9 von 10 Diamanten geben, weil es eigentlich hat es 10 von 10 Diamanten verdient, aber es ist nicht ganz so mein Geschmack. Ein paar Blöcke finde ich echt genial, wie zum Beispiel das Holz oder diese ganzen Crafting-Sachen, alles ziemlich smoothig, die Mobs sind auch genial, aber das Glas gefällt mir jetzt, sage ich mal, einfach überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, ist halt nicht so mein Geschmack. Und hier diese Schwerter und naja, das finde ich, ist hätten sie auch noch ein bisschen verändern können, aber im Groben und Ganzen würde ich sagen 9,5, sagen wir mal, 9,5 von 10 Diamanten. Schreibt mir in die Kommentare weitere Texture Packs, die ich vorstellen soll, oder zurzeit habe ich ja den Zerakool-Skin, ihr könnt mir auch euren Skin in die Kommentare schreiben. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Beim letzten Video haben wir ja 500 Daumen hoch geschafft, vielleicht schaffen wir ja dieses Mal 700 Daumen hoch, würde mich auf jeden Fall freuen, weil das zeigt mir, dass ich das richtig mache, dass euch das gefällt und dann sind wir alle glücklich und alles ist gut und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.